Unterschied Nummer 6, die Professoren-Studenten-Relation beziehungsweise vielleicht auch Beziehung. Generell kann ich sagen, dass in den USA alles sehr viel persönlicher ist, dass auch kleinere Klassen sind. In Österreich kann es dir ja passieren, dass du in einer Vorlesung sitzt mit hunderten anderen Studenten. Wobei ich auch gehört habe, dass es vielleicht an manchen billigeren Unis auch in den USA passieren kann. Aber ich war schon an zwei verschiedenen Unis in den USA und ich habe das bisher noch nie so erlebt. Hier ist es wirklich teilweise so, dass in den Klassen nicht wirklich mehr als 20 Studenten sitzen und das in praktisch jeder Klasse. In Österreich, in Salzburg, hat es auch kleinere Kurse gegeben und da hat man auch wirklich viel gelernt. Aber dann gab es halt auch natürlich diese Monsterkurse. Und generell kann man sagen, dass in den USA die Beziehung sehr viel persönlicher ist, sehr viel freundlicher. Also der Professoren sagen halt wirklich, ja, komm zu uns, komm in die Office Hour, schau vorbei. In Österreich habe ich das jetzt nicht so extrem erlebt, beziehungsweise haben die ja auch so viele Studenten, die möchten wahrscheinlich nicht, dass jeder vorbeischaut. Und generell ist es auch so, dass die amerikanischen Professoren sehr viel schneller auf E-Mails antworten als in Österreich. Man muss halt auch sagen, wenn ein Professor sehr, sehr viele Studenten hat, macht das natürlich auch Sinn. Er kann ja nicht nur E-Mails die ganze Zeit beantworten. Das Persönliche und auch das persönliche Kennenlernen und mit dem Professor gemeinsam arbeiten, das ist auf jeden Fall ein riesiger Pluspunkt in den USA, würde ich sagen.